Moin, ihr Sizzler da draußen. Heute gibt es eine richtig geile Bacon Bomb, eine sogenannte Heart Attack Bacon Bomb mit Triple Cheese Füllung. Wie genau, seht ihr im Video. Und wir, vor allen Dingen alle Weight Watchers Fans sollten heute abschalten. Genau. Die Bacon Bomb werden wir auf unserem Keramikgrill zubereiten, den haben wir endlich mal wieder hier. Und dabei werden wir auch ein bisschen smoken. Und jetzt kommt die geniale Überleitung. Wer mehr zum Keramikgrill und zum Thema Smoken und Räuchern wissen will, sollte sich unbedingt mal dieses Buch zulegen, nämlich unser eigenes Grillbuch, was es bei Amazon erhältlich gibt. Da steht alles drin, was ihr wissen müsst. Genau. In dem Sinne. Eigenwerbung abgeschlossen. Viel Spaß beim Video. Starten wir mit unserer schönen Bacon Bomb. Bei einer Bacon Bomb ist das natürlich auch ganz einfach, eigentlich was wir heute machen. Und zwar müssen wir im Prinzip erstmal nur Hackfleisch ordentlich würzen. Und dann wird das Ganze in ein Bacon-Netz eingespannt. Und dieses Bacon-Netz zu flechten, das ist eigentlich die große Herausforderung bei einer Bacon Bomb. Der Rest ist total einfach. Hier habe ich 1,5 Kilo Hackfleisch gemischt. Und natürlich Hashtag Smoke, wie immer, zum Würzen. Da kann aber ruhig reichlich was rein. Bei Hackfleischwürzen sei auch dazu gesagt, Hackfleisch verzeiht eigentlich eine ganze Menge. Das heißt, da könnt ihr ordentlich draufhauen. Und im Zweifelsfall überwürzen ist bei Hack extrem schwer. So, das Ganze wird jetzt richtig schön vermengt. Und dann ist nämlich der erste Schritt schon getan. Wobei ich sehe gerade aufgeregte Gesichter im Hintergrund. Ich höre, was müssen wir machen? Triple Cheese hast du gesagt, ne? Triple Cheese haben wir gesagt. Wir müssen bei Triple natürlich Cheese gehört noch Parmesan mit rein. Hast du die Reibe denn schon geholt? Nein. Ja, dann müssen wir jetzt improvisieren. Aber erst einmal bringe ich hier ein Parmesan und dann hole ich eine Reibe. 1,5 Kilo Hackfleisch, das ist unglaublich. Ah. Da fragt man sich, wie man die schlanke Linie eigentlich noch halten will. Ne? Ich meine, wir sind ja extrem schlank eigentlich. Aber heute haben wir fleißige Helfer dabei. So, und während Julian hier Hackfleisch mischt, reibe ich hier mal ein bisschen Parmesan. Krass, wir haben noch nie in einem Video beide gleichzeitig gearbeitet quasi. Das stimmt, das geht jetzt dank neuer Funkstrecke, ist es möglich, ohne Kabelsalat. Es ist einfach nur ein Traum. Wenn euch der Ton übrigens gefällt, könnt ihr euch mal unten runterschreiben, wie er euch gefällt, weil so nach den ersten Tests dürfte das eigentlich ganz ordentlich sein. Richtig? Ja. Warte mal. Bevor uns der ganze Parmesan hier um die Ohren fliegt, weißt du? Ich mache ihn direkt rein. Hannes, du machst das klasse. Mhm. Wirklich traumhaft. Vor allem fliegt nur die Hälfte daneben. So, ich würde fast sagen, das reicht. Ja. Ne? Gut, dann pflege ich das mal mit ein. So, die Hackfleischmasse ist soweit fertig. Und jetzt kommt das Ganze ins Baconnetz und wird dann dort gefüllt. Und jetzt erkläre ich euch gleich nochmal, wie man so ein Baconnetz richtig vernünftig legt. Gut, dann starte ich jetzt mit dem Baconnetz. Beim Baconnetz ist es im Prinzip nur so, dass man vernünftig flechten sollte und darauf achten sollte, dass man vernünftigen Bacon hat. Etwas dicker geschnitten wäre in unserem Fall nicht schlecht gewesen. Dieser hier ist relativ dünn. Und jetzt geht es darum, dass ihr quasi schön eng anfangen zu flechten und das Brett vorher mit einer Frischhaltefolie auslegen. Dann kann man später mit der Frischhaltefolie zusammen das Ganze richtig gut einwickeln. Muss man nicht, ist aber sozusagen Trick 17. Und auch, nächster Tipp, mit Bacon nicht sparsam sein. Denn wenn es schön eng am Ende geflochten wurde, dann suppt auch nicht so viel raus. Und vor allen Dingen ist die Optik natürlich entscheidend. Also hier ruhig ein bisschen Mühe geben, dann passt das. So, jetzt habe ich zwei Reihen aneinander gelegt und jetzt fange ich an und klappe quasi immer jeden zweiten Streifen ein Stück um. So. Zack. Und flechte dann oben eine weitere Reihe wieder ein. Das heißt, hier oben rüberlegen
hochziehen. Zack. 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 Das ist echt eine Fummelarbeit. Aber wie gesagt, schön ordentlich machen. Dann passt das Ergebnis. Macht sich bezahlt, definitiv. So, jetzt haben wir eine Reihe eingearbeitet und jetzt gehen wir quasi mit den ersten hoch. So. Zack. So, ich baue das Netz jetzt hier noch fertig. Und dann sehen wir uns gleich zum Belegen wieder. So, hier habe ich jetzt die Hackfleischmischung. Fange jetzt an. Nicht ganz am äußeren Rand, aber schon auf der Ecke. Dann kommt das hier erstmal flächig drauf. Das machst du so toll, Julian. Vielen Dank, Johannes. So, das Hackfleisch ist jetzt soweit aufgetragen hier. Und jetzt kommt Käse noch drauf. Und zwar reichlich. Da haben wir hier schönen Cheddar. Hm. Ja, ist los. Ist geil. Ja. So, jetzt habe ich hier noch so einen schönen mittelalten Gouda. Und der kommt noch in die Mitte rein. Mittelalt, Mitte rein. Fertig. Jetzt können wir das Ganze aufrollen. Das wird noch ein bisschen fummelig gleich. Und dann ist die Bacon Bomb soweit vorbereitet und kann auf den Grill. Die genauen Mengenangaben zu diesem Rezept findet ihr natürlich wie immer bei uns auf dem Blog. Könnt nochmal nachlesen, was ihr so braucht. Aber Weight Watchers Punkte würde ich aktuell spontan tippen. 5? Maximal. Maximal bevor 5. Du aufrollst, machen wir nochmal kurz ein Bild. Fotos sind erledigt, jetzt darf ich endlich aufrollen. Bin ich mal gespannt, ob das auch so funktioniert. Yes. Schön eng und kneten und dann immer ein Stück hinterher ziehen wieder. Das ist eine für große Jungs hier. Falls jemand diese Bretter hier kennt, die sind nicht gerade klein. So, und fertig ist die Bacon Bomb. Ein Riesenteil, damit man mal so sieht, meine Unterarmlänge. Das ist also wirklich ein ordentlicher Kalosch. Und ja, ich würde sagen, es ist relativ ordentlich geworden, das Netz. Das heißt, das dürfte so sehr gut funktionieren. Und jetzt wandert das Ding auf den Grill, aber das wird euch alles erklären, wie es funktioniert. Denn ich habe jetzt meinen Zeug getan, der Rest ist dann Essen. Richtig? Richtig. Wir werden unsere Bacon Bomb auf unserem Monolith grillen, den haben wir schon sehr, sehr lange nicht mehr benutzt, weil er die meiste Zeit in unserer Grillschule steht. Jetzt ist er wieder hier, also nutzen wir ihn. Wir haben ihn eingestellt auf irgendwie so 170, 180 Grad indirekte Hitze. Wenn ihr nur 150 habt, ist auch okay. 200 ist vielleicht ein bisschen arg viel. Jetzt mache ich vorsichtig den Deckel auf. Wer den Grill kennt, weiß, wenn man den zu schnell aufmacht, können da Stichflammen kommen. Ein bisschen Rauch ist auch schon drin. Und, oh Gott! Lege ich den Oschi mal rauf in der Hoffnung, dass er passt. Und ich stelle fest, gerade so. Meine Herren. Ja, jetzt heißt es Deckel drauf, abwarten, nochmal ein bisschen Rauch nachlegen, aber das seht ihr gleich. Passt. Wer unsere Videos kennt, weiß, dass wir sehr viel mit Whiskyholz und so weiter räuchern. Heute testen wir mal ein für uns neues Produkt von Grillgold. Das sind auch ja, Holzchips, in dem Fall Buche. Und ich tät meinen, ich habe ja schon was vorbereitet. Fülle ich die mal ein und gebe mal nochmal ordentlich Rauch dazu. Bei Monolith ist das ja da ganz dankbar. Ich muss einfach nur die Schiene so ein Stück weit einführen, dass die ungefähr mittig, wo das Glutnest ist, endet. Und dort schiebe ich jetzt im Prinzip einfach nur die Chips rein. Zack. Mach die Räucheröffnung wieder zu
Und ruckzuck kriegen wir richtig schön Raucharoma an unsere Bacon Bomb. Und jetzt heißt es aber abwarten. Ungefähr anderthalb Stunden, zwei wird sie brauchen. Genaue Zeitangaben natürlich auch auf dem Blog. Machen wir noch einen Foodporn draus? Ja, wir machen jetzt wie immer ein paar Bilder. Julian findet das Wort Foodporn so schön, deswegen sage ich mal Action. So, hier liegt der fleischgewordene Männertraum und jetzt werden wir das Ganze nochmal anschneiden und gucken, wie das Ergebnis ist. Aber ich vermute, es wird wirklich großartig. Übrigens, die dunkle Färbung ist nicht verbrannt, das kommt durch die dunkle Blueberry-Soße. Mit der wir quasi... Alter, ist das saftig. Oh Gott. Ja, kommt ein bisschen Käse rausgesifft. Da kommt ein bisschen Käse raus. Und guck mal, wie unheimlich saftig dieses Hack ist, weil da einfach noch Parmesan mit drin war. Oder ist. Leckt mich am Zuckerli. Wir müssen jetzt noch ein ganz kurzes Fotoshooting machen und dann wird probiert, würde ich sagen. Weil noch läuft das so gut, oder? Ja, machen wir. Machen wir so. Jetzt bin ich auch da. Jetzt können wir mit dem Essen anfangen. Jetzt können wir anfangen. Ja, schneiden wir so eine schöne Scheibe runter. Noch ein Slide runter. Oh, und das läuft da wie Sau. Halbier die mal gleich, ja. So. Man sieht übrigens auch die beiden Käseschichten. Das sehr helle ist der mittelalte Gouda und das dunklere ist der Cheddar. Ja, ja, für die Wissenschaft, ne? Das hilft ja nichts. Naja, unser letztes Video war halt mein Herzinfarkt. Mm. Mm. Es gibt nichts Geileres. Mm. Ah ja, meine Hände sitzen. Das Ding kann nicht trocken werden. Geiler Rauchring, geiles Raucharoma. Übrigens eine Blaubeerensoße, Blueberry Barbecue Soße von Leos Feine Küche haben wir genommen. Total geil, so ein bisschen fruchtiges Aroma zu diesem richtig deftigen Fleisch. Ja, passt sehr gut. Mega gut. Mhm. Mach's nach. Schmeckt auch lecker. Schmeckt super. Also, jetzt kommen schon die Nachbarn an Zaun. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir müssen jetzt essen. Reinschauen. Leckt mich am Arsch. Oh, ist das geil. Komm her, Flo. Mhm.